Tada! Willkommen! Kurz vor Beginn des 16. Parts von Let's Play Minecraft Atlantis zeige ich euch hier nochmal ein Meisterwerk aus der Feder von User und Abonnent Schloti. Hast ein bisschen deine kreative Ader fließen lassen und ja, ich finde, es ist eine sehr geile Title Card von Minecraft Atlantis. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, Schloti. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich habe es extra an Anfang gestellt, damit es jeder sehen muss. Gezwungenermaßen, wenn man draufklickt. Und ja, ich übergebe jetzt an mich selbst. Los geht's. Jo, vielen Dank, Minister. Ich übernehme an der Stelle und heiße euch ebenfalls herzlichst willkommen hier zu Minecraft Atlantis Nummer 16. So, wir werden erstmal hier den Baum ausschlachten und dann unserer Pflicht nachgehen. Nämlich die Gefolgsschilder, wie wir sie ja jetzt nennen, anbringen. Moment. Und damit kommt hier gleich eine Neuerung zum Vorschein, nämlich für die gleichen Ressourcen können wir ab sofort 3 Schilder herstellen. Schöne Sache und vor allem, was besonders geil ist, alle auf einen Slot. Endlich Platz im letzten Part noch, hätten wir dafür 12 Slots logischerweise gebraucht. Jetzt nur einen. Ja, und diese Neuerung kam mitsamt des neuen Updates für Minecraft Atlantis, 360, Atlantis als unabhängiges Spiel, das wäre geil. Nein, für Minecraft 360 allgemein, von 30 Megabyte Größe, dieses Update, also gewaltig, denn ihr müsst bedenken, Minecraft 360 ist nur 120 Megabyte groß und da kommen also eben 30 dazu. Liegt wohl daran, dass das Ende hinzugefügt wurde, mitsamt des bösen Enderdrachens, den man heldenhaft bekämpfen soll. Ja, und da sollen 30 Megabyte doch schon einiges ausmachen, denke ich mal. Was immer ich damit jetzt auch sagen will. Und es kamen eben auch Neuerungen wie die Stapelfunktion und etliche neue Gegenstände, dies und das, eine gewaltige Liste. Bräuchte mal eine Stunde, um das vorzulesen, aber wir werden ja alles entdecken. Ja, und ich würde sagen, wir bringen jetzt mal ein paar Leute an, ne? Wir nehmen eine Person, einen User und vielleicht auch Abonnent namens Tomsmann. Ja, eine Person, die in letzter Zeit extrem viel kommentiert hat, dass es mir einfach aufgefallen ist. Ja, in meinem E-Mail-Postfach und hier und da einfach überall Tomsmann, besonders in Halo vertreten und ja, hat's verdient, hier zu stehen. Willkommen. So, die zweite Person, nehmen wir denn da? Ich guck einfach mal in meiner Liste. Ich nehme hier... Es ist sehr, sehr früh, also wirklich sehr früh und kann sein, dass ich noch ein bisschen vergammelt klinge, aber gut. Das müsst ihr mir verzeihen, ich hatte Bock zu zocken. Creeper99, sollte vielleicht Creeper heißen oder auch Crep, aber es heißt nichtsdestotrotz Creeper99. Willkommen an der Wand. So, erstmal ein bisschen Holz abschlachten. Ja, ich bin sozusagen, ich let's playe sozusagen gerade illegal, könnte man sagen, weil ich eigentlich den Frühstückstisch decken soll, aber dafür ist ja noch genügend Zeit. Ja, wie gesagt, deswegen wird das hier alles ganz strikt nach 30 Minuten beendet und dann muss ich schon nach unten sprinten, ja, und dies und das tun. Auf jeden Fall wird hier heute einiges stattfinden. Ich weiß nicht, was ich im letzten Part gesagt habe, was wir heute machen. Das ist nicht immer ganz spruchreif, was ich da sage. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen an der Festlandverbindung, an der Zerstörung der Festlandverbindung arbeiten. Und an der Auslegung ein bisschen von Wasser. Damit es wenigstens schon so ein bisschen aussieht, als wären wir eine Insel, ne? Ja, und es sind ja eigentlich egal, was wir immer, auch wenn ich sage, wir machen im nächsten Part dies und das, und dann ist es einfach mal so, dass wir dann trotzdem was anderes machen. Es sind ja im Moment 3 entscheidende Dinge, die wir machen müssen. Es ist die Mauer, der Steg und die Zerstörung der Festlandverbindung oder sozusagen die Schaffung einer Insel. Ja, Schaffung einer Insel. Und das sind eben die 3 Oberbegriffe und es geht ja allgemein voran, egal was wir jetzt in einem Part machen. Aber ich werde mir schon Mühe geben, das zu tun, was ich euch versprochen habe dann. Aber jetzt, so wie ich auch mein Inventar nehmen kann, ist es im Moment die Mentalität, die Moral darauf ausgelegt, dass wir graben wollen. Denn das sind ja wirklich zig Schaufeln, die da rumliegen. Ja, und da können wir dann gleich unsere Wasserphysikkenntnis einsetzen und schon mal ein bisschen Wasser auslegen. Auch wenn wir nur 2 Eimer haben, das ist aber nicht schlimm. Ja, und den Steg können wir da hinten ja dann gleich erweitern. Was mich gerade nervt, dieses doofe Loch, da brauchen wir wirklich Erde für, demnächst. So, wir werden das hier noch zu Ende bringen. Den Baum kloppen wir noch weg. Ach komm, geht das auch nur mit der Hand? Ja, ne? Logischerweise, irgendwo muss man ja mal angefangen haben. So, und ich würde sagen, wir ziehen dann mal los, ne? Vielleicht hier vorher noch mal ganz kurz, was steht denn hier?
Hier steht, Elias Guia hat geschrieben, nutzt doch die Creeper zur Auflösung der Festlandverbindung mit jetzt gezielten Sprengungen. Ja, da müssten wir vielleicht mal so ein Ferch errichten, wo, ja, der komplett umlichtet wird und der Ferch an sich ist eben stockfinster und da sollen dann die ganzen Viecher spawnen. Aber im Moment haben wir diese Konstruktion nicht und wenn uns ein Creeper begegnet, natürlich werden wir den hier mit unserem Bogen natürlich fällen und hoffen, dass er an der richtigen Stelle explodiert. Wenn, werden wir ihn ausrichten. Ja, und hier steht noch in eckigen Klammern, hat Elias Queer geschrieben, eckige Klammern, sehr bedrohlich. Missbrauche doch bitte das Wort Logistik nicht. In runden Klammern reklamiert der Logistiker. Ah ja, stimmt, mein letzter Part hieß ja das, Moment, das Logistikgemetzel, genau. Ja, zu Recht, das, was ich geplant habe, ist nicht eingeschlagen. Also ich habe ja gesagt, wir erneuern die Mauer, wir machen ein bisschen was eben an der Festlandverbindung oder an der Zerstörung der Festlandverbindung. Alles ein bisschen angekratzt, die Mauer auch nur ausgebessert, weil ein Creeper gewütet hat. Und ja, die Logistik war einfach komplett für den Arsch. Vielleicht habe ich die Definition von Logistik gar nicht verstanden, aber habe ich doch nicht schlecht gemacht. Ich bin ja auch selbst Logistiker, Mensch. Ich trage ja Zeitung aus. Ja. Und da habe ich natürlich nicht versucht, die Logistik schlecht zu machen. Den Pflasterstein können wir hier gleich schon mal reinpacken. Und wir brauchen Spitzhacke, noch eine Spitzhacke. Die Fackeln behalten wir. So, die Eimer können wir eigentlich auch schon mal an uns nehmen. Holz brauchen wir. Was jetzt besonders cool ist, es gibt verschiedene Holzarten, eben je nachdem, was man pflanzt. Wir werden jetzt mit Eichenholz weiterarbeiten, obwohl ich gerade am Überlegen bin, ob wir Birkenholz nicht für den Wehrgang nehmen. Sprich, dass wir das da oben durch Birkenholz ersetzen. Birkenholz sieht ja wie folgt aus. So. Hat irgendwie so ein bisschen diesen beigen Ton. Hat ein bisschen was von, wie heißt es denn? Nicht Akazie. Ist ja auch egal. Ja, Ahorn, ne? Nee, egal. So, haben wir genug Kram mit. Die Setzlinge können auch nochmal weg. So, Holz brauchen wir auf jeden Fall noch. Sieht gut aus. Nehmen wir so. Und das Glas nehmen wir mit, weil jetzt, falls mal ein Creeper ankommt und schon wieder unser Glas sprengt. Ich glaube, Glas ist bei diesen Explosionen auch empfindlicher als Stein. Also sozusagen von der Druckwelle her. Ich glaube, diese Berechnung führt Minecraft 360 doch noch aus. Oder allgemein Minecraft. So, was haben wir denn zum Beispiel? Danke für das Schild, ist sehr nett. Hat Basti Shelby geschrieben. Danke für das Schild, ist sehr nett. Ich hätte noch eine Bauidee. Bau doch eine Windmühle als Silo zum Lager. Danke für das Schild. Nicht schlecht, wie du alles mit Danke für das Schild einzäunst. Kommt das jetzt immer, wenn du kommentierst? Auf jeden Fall, eine Windmühle ist eine geile Idee. Aber passt die in den Hof? Passt eine Windmühle da rein? Darüber könnt ihr ja mal in den Kommentaren diskutieren. Also ich würde schon, wäre irgendwie schon cool, ja. Ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie wir diese Windmühle bauen. Ja, kann man mal drüber diskutieren, ne? Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Die Slaven hat geschrieben, der Stein, der nicht kaputt geht, heißt Bedrock oder auf Deutsch Grundstein. Ja, das habe ich komplett vergessen. Dabei weiß ich nur ganz genau, als ich mit ein paar Kumpels gezockt habe, da haben wir uns tierisch über diesen Bedrock aufgeregt und haben den auch eben so benannt, weil wir einfach immer tiefer graben wollten. Man wollte ja immer mit seiner gewaltigen Mine immer tiefer in den Boden, aber dann war ja immer dieser scheiß Bedrock und man hat immer versucht, dem Bedrock auszuweichen. Es ist ja irgendwie so, der Bedrock, der ist ja nicht immer komplett am Grund. Der kann ja schon mal davor sozusagen als Warnung sein und ihr könnt euch dann immer so daran vorbeigraben, aber irgendwann hat man eben keine Chance mehr. So. Auf jeden Fall werde ich mir ab sofort merken. Was ich noch zum letzten Part sagen wollte, er ging mir extrem auf die Eier. Nicht von der Ausführung an sich, also den aufzunehmen macht natürlich Bock, aber oh, es gab so viele technische Defekte einfach. Es war so unbeschreiblich nervig. Mein Aufnahmeprogramm hat einfach ungefähr dreimal eine Störung gehabt. Einmal sogar so, dass das Bild 2 Sekunden weg war, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Ja, und dann musste ich meine Tonspur, also meine Stimme, habe ich dann drüber gelegt, hat natürlich nichts gepasst. Ne? Ich habe einfach an der falschen Stelle was Falsches gesagt. Es ging einfach überhaupt nicht. Und ich habe dann wirklich stundenlang, ungefähr um noch um 3 Uhr morgens, saß ich da und habe an dieser verdammten Tonspur gearbeitet. Oder allgemein auch, ich habe alles so ein bisschen zugeschnitten, damit ich wenigstens mal an der geeigneten Stelle auch das Richtige sage. Und deswegen ging der Part mega auf die Nerven und der Call-out, den ich dann noch geschrieben habe, wo ich dann eben erklärt habe, wieso es diese Störung gab. Ja, das ist dann auch nochmal komplett schief gegangen. Da waren dann einfach etliche Rechtschreibfehler, weil ich in diesem Augenblick schon komplett im Arsch war. Es war ultra früh. Ich glaube,
halb fünf oder so. Ich habe wirklich unbeschreiblich lange, ich konnte das nicht fassen. Ich habe so lange an dieser verdammten Tonspur gearbeitet, weil es einfach komplett für den Arsch war. Das Problem war einfach, ich habe schon längst, scheiße, ich habe schon längst den Spielstand abgespeichert und dann wärt ihr auf einmal da angekommen. Also hättet ihr euch den nächsten Part angesehen und dann wäre da auf einmal der Brunnen schon getuned gewesen als Beispiel. Das Brunnentuning habt ihr auch noch, um es nebenbei zu erwähnen, alle befürwortet. Fand ich sehr schön. Ja, kann auf jeden Fall so bleiben. King Caesar hat dazu auch geschrieben, hey, wenn du einen anderen Skin machst, würde ich den Master Chief vorschlagen, um deine Halo-Let's Plays zu würdigen und die Let's Battles natürlich. Gut, das ist jetzt nicht direkt dazu, aber ein Master Chief-Skin wäre schon geil. Klingt ein bisschen wenig originell, weil es irgendwie so klingt, als würde jeder den nehmen, aber ich werde mich mal umschauen, wäre irgendwie schon geil. Gibt es auch ein Noble Six Skin? Also Halo Skin Paket ist das wahrscheinlich, ne? Dann hat er aber noch geschrieben, bei dem Brunnen mit einer, nein, nicht der Brunnen. Ach, und übrigens ist ein schöner Brunnen, ach, übrigens ist ein schöner Brunnen, hat etwas von einem japanischen Schrein. Da steht zwar Schreien, aber ich glaube, du denkst, du meinst Schrein. Ja, das ist auch sehr schön, damit huldigen wir gleich den Japanern, denn die haben ja unsere Kindheit, wie ich so oft sage, bereichert und eure auch. Da bin ich mir ganz sicher, das könnt ihr mir nicht vormachen, als hätten die Japsen euch nicht auch bereichert. So, dann lasse ich mir nicht erzählen. Auf jeden Fall, ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, was ich hier vorhabe. Moment, das ist ganz einfach zu erklären. Wir wollen natürlich jetzt das Wasser dementsprechend ausrichten. Und dafür ist eine ganz spezielle Methode vonnöten, die ich mir so in meinem Köpfchen gedacht habe. Ganz geniert. Moment. Da werden wir jetzt auch kein neues Thema gerade aufgreifen. Vielleicht ganz kurz eins, wo war denn das? Das war so eine geile Frage. Wo war die? Blub, 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 blub. Alabama Slama hat geschrieben, Hi Minister, geile Folge, freue mich riesig auf Minister Island an der Wand zu stehen. Hab mir das mit dem Brunnen ein bisschen anders gedacht, aber so sieht das auch nicht schlimm aus. Ja, toll. Tolles Musterbeispiel für meine Aussage, dass ihr alle rundum zufrieden wart, aber so konnte ich denen das entnehmen. Es ist auch so. Und wenn meine Meinung zählt ja auch ein bisschen, und ich finde den Brunnen auf jeden Fall auch sehr geil, eben dieser japanische Schrein, dieses japanische Schreinformat, sehr geil. Und dann hat Alabama Slama auch geschrieben, hat mir das ein bisschen anders gedacht, aber so sieht das auch nicht schlimm aus. Was hältst du von Energy Drinks? Ich war nur ganz genau, damals habe ich mal richtig viel Energy-Zeugs getrunken, auch sehr viel Red Bull. Ich weiß auch nicht, ich glaube, da war ich in meiner Schnösel-Phase, so Siegbert Schnösel, so hieß der doch, oder? Das war echt, da fand ich mich schon echt ein bisschen dreist, weil Red Bull ist ja richtig teuer. Wie viel? 0,3 Liter für 2 Euro? Dann habe ich mir immer dieses G Plus oder so genommen. Das hat irgendwie 39 Cent gekostet statt 2 Euro. Die gleiche Menge. Und es hat einfach viel geiler geschmeckt. Es war einfach so. Es ist auch nicht dieses Format, Red Bull einfach wegen des Preises verneinen und deswegen behaupten, alles schmeckt geiler. Nein, es schmeckt einfach besser. So. Energy Drinks finde ich cool, aber ich trinke im Moment extrem viel Kaffee. Also, unbeschreiblich viel eigentlich. Und Cola. Cola geht vor allem. Das ist echt richtig heftig. So, Leute, ihr werdet euch jetzt wundern, aber ich muss das jetzt machen. Denn ja, um einfach diese Wasserverbindung hinzukriegen, müssen wir hier den Sand ersetzen. Und das Coole an Sand ist, er fällt automatisch runter. Noch! Und ich auch, wenn ja so eine blöde Bratze mich attackiert. So. Und so lange kann ich ja mein eigenes Thema aufgreifen. Ich habe mir gestern so gedacht, ich bin gestern aufgewacht, habe gedacht, oh, heute ist der Tag des Schaffens, heute machst du alles, die Leute werden staunen, wie fleißig du bist. Ah, ne? Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie der Tag ausgefallen ist. Ich war die ganze Zeit im Internet, habe mir das Porno-Ping-Pong von Joko und Klaas angesehen und auch noch Porno-Ping-Pong von anderen Leuten. Ja, habe mir Let's Plays angesehen. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, so ein bisschen Two Girls 2 gezockt. Und was noch? Ja, genau. Und eben das, was ich ansprechen wollte. Ich habe Mass Effect gespielt. Und Mass Effect, absolut geile Spielereihe. Ich weiß noch ganz genau, Mass Effect 1 habe ich mir gekauft, habe das erstmal durchgespielt. Und dann ungefähr, ich glaube, 4 Monate vor Erscheinung des dritten Teils habe ich dann mir gesagt, gut, machst du alle Erfolge in Mass Effect 2 und Mass Effect 1. Ja, wie soll ich das sagen jetzt? Da gab es dann eben so ein, ich weiß gar nicht, wie die Geschichte anfangen soll. Ich habe eben extrem viele Erfolge freigeschaltet, logischerweise, also war richtig viel. Und
Wir haben, glaube ich, in beiden Spielen, so im Durchschnitt haben mir, glaube ich, 6 Kommentare gefehlt, wenn man jetzt die beiden Spiele betrachtet. Also in beiden, glaube ich, so in dem einen, glaube ich, 6 und in den anderen 8 oder was weiß ich. Das wären zwar im Durchschnitt 7, aber ich kann auch nicht rechnen. Ja, und dann habe ich eben Mass Effect 3 bekommen, habe die ganze Chose eben nicht ganz geschafft mit dem Erfolge durchzocken. Und da war ich dann eben so unglaublich enttäuscht von Mass Effect 3, weil erstmal das Ende und gleich zu Beginn, ich konnte von meinem Charakter Theodore Shepard, war ein Experte, also so hieß er die Charakterklasse, mit dem habe ich so viele Spielstunden verbracht und dann konnte ich das Gesicht nicht importieren. Ich konnte es einfach nicht importieren. Der Charakter, mit dem ich durch dick und dünn gegangen bin, wenn ich das mal so sagen darf, von dem konnte ich die Fresse nicht importieren. Einfach weil Mass Effect 3 so neu war und man das hätte auf Aktualisierung hätte warten müssen. Ja, und da war ich erstmal schon ganz schön angepisst, weil ich mit einem mir völlig fremden Charakter zocken musste auf einmal. Klar, die Geschichte stimmte an sich. Rach die Königin überleben lassen, was weiß ich, Ur-Nod Wex hat überlebt und so. Aber, oder Ur-Nod, übrigens einer mein Lieblingscharakter, so gesehen. Aber ich war schon mal komplett angepisst und das Ende war dann irgendwie auch doof. Ich habe auch nicht alle Missionen in Mass Effect 3 gemacht und die Erweiterung habe ich mir auch nicht runtergeladen. Aber jetzt kam so der Augenblick, wo ich mir gesagt habe, zockst du noch mal Mass Effect? Jetzt zocke ich im Moment Mass Effect 1 auf Wahnsinn durch mit meinem Charakter Wolf Shepard, mit dem ich jetzt meinen zweiten Anlauf habe. Ja, und ja, auf Wahnsinn lässt es sich ganz gut zocken. Und ich denke, bald habe ich dann auch die Erfolge beisammen und dann möchte ich nochmal, einfach um nochmal dieses Mass Effect Feeling zurückzubekommen und einfach geordnet nochmal durchzuzocken, einen völlig neuen Charakter erstellen. Diesmal eine Frau und mit der möchte ich dann, ja, nochmal die gesamte Saga durchzocken und auch mal geordnet ihr Gesicht in Mass Effect 3 übernehmen, alle Missionen spielen, alle Erweiterungen und dann auch noch das Extended Cut können wir ja jetzt genießen, damit ich wenigstens ein bisschen verstehe, was da passiert ist für ein, ja, für ein Massaker, wenn man das Wort nochmal so sagen darf. Also ich war echt richtig enttäuscht von Mass Effect 3. Der Anfang war super geil und auch einfach die Idee, man muss für die Erde andere, ja, die anderen Arten, die anderen Alienrassen anheuern sozusagen, indem man ihnen Gefallen tut und die Flotte sozusagen sammeln. Das, die Idee fand ich so geil. Die Erde ist in Gefahr und muss verteidigt werden. Und dann in Einklang arbeiten die gemeinsamen Rassen gegen den Feind. Also die Idee finde ich super geil, aber das haben sie dann so verhunzt zum Ende hin. Die Auflösung des Spiels war beleidigend. Es gab immer den gleichen Ausgang. Auch ich hab nicht die Geschichte ganz verstanden. Es gibt ja auch immer diese Verschwörung und diese Theorie. Diese ganzen Theorien und Verschwörungen, wie denn letztendlich das Ende gemeint war, da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen, weil dann ist ja wieder gespoilert, aber ja, auf jeden Fall war ich enttäuscht und diesmal werde ich mit einer Frau das komplett durchzocken, wenn ich eben mit Wiff den Schwierigkeitsgrad Wahnsinn durchgespielt habe, ne? Ich weiß gar nicht, wie soll ich die Frau nennen? Auch Viola könnte ich sie nennen. Oh, Viola ist so ein schöner Name. Also ich finde, es gibt keinen schöneren Frauennamen als Viola. Also da ist wirklich, da kommt keiner gegen an. Ich finde, das hat so einen schönen Klang. Sozusagen in Einklang, ja. So möchte ich das sagen. Moment. So, vielleicht haben ja schon einige geahnt, was ich jetzt vorhabe. Oder ahnen es. Moment. So, der scheiß Creeper hat mir gerade ziemlich die Show versaut, sage ich mal. Alles klar, und hier werden wir uns nochmal ganz schnell durchgraben. Auf jeden Fall freue ich mich riesig darauf, jetzt nochmal mit einer Frau das ganze Ding durchzuzocken. Also das, weil es waren nur einfach zu riesige Abstände, weil ich habe dann Mass Effect 2 bekommen und dann hatte ich da Theodore Shepard und habe mir gedacht, ja, wer war das nochmal so genau? Und dann habe ich nochmal ganz kurz so geguckt, was hat der eigentlich jetzt alles gemacht? Und dann habe ich mit dem eben Mass Effect 2 weitergezockt. In Mass Effect 3 konnte ich ihn dann gar nicht übernehmen und jetzt möchte ich einfach mal einen Charakter haben, mit dem ich im Laufe eines Zeitrahmens einfach richtig viel, ja, durchzocke. Und ja, einfach mich noch daran erinnern kann, was diesen Charakter ausmacht und ihn eben auch von der Fresse her übernehmen kann. So, Leute, das wird jetzt ein Gemetzel, möchte ich es nennen. Hier werden wir nämlich jetzt Wasser reinfüllen, aber da müssen wir jetzt wirklich richtig viel Zeit aufwenden. Ja, toll. So. Web. Web. Auf jeden Fall, Mass Effect ist wirklich eine super geile Reihe. Ich liebe auch einfach diesen Kram Alien gegen Menschen, dies und das. Und
Aber das ging alles so durcheinander. Ich hoffe, die Geschichte hat euch nicht allzu sehr gelangweilt. Sie wurde auch so ein bisschen brüchig erzählt, aber ich war eben. Ich musste das einfach mal erzählen, weil ich war so angepisst. Da wartet man auf dieses Spiel. Vor allem, was mich auch noch genervt hat, meine doofe Collectors Edition von, also die N7 Edition von Mass Effect 3 war gleich beschädigt. Da haben die, ich will es nicht sagen, ich sag's jetzt einfach mal, die kleinen Chinesenhändchen haben da versagt. Die Verpackung war überhaupt nicht richtig verklebt. Das Ding ist sofort wieder aufgeklappt und ja, lief alles nicht so nach Plan. Wie viel Zeit haben wir eigentlich rum? Nicht, dass ich das aus den Augen verliere. 20 Minuten haben wir. Ach, wie die Zeit vergeht. Aber ich wollte euch ja auch einfach mal das Prinzip hier erklären. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu wirr dahergelabert, aber meine Rage hat mich einfach dazu gebracht. Mass Effect 4 kommt ja auch raus. Da kann ich dann vielleicht auch mal mein Gesicht wirklich übernehmen. Es ist einfach so dieses Durcheinander jetzt. Ich habe wirklich etliche Charaktere und ich kenne eigentlich keinen mehr so richtig. Und mit einem habe ich zur Hälfte Mass Effect durchgespielt, mit dem anderen habe ich so halb Mass Effect 2 angefangen. Der nächste, mit dem habe ich zweimal irgendwas durchgezockt und da weiß ich dann auch nicht mehr so genau, mit wem bin ich da welche Beziehung eingegangen. Und das will ich jetzt einfach alles ganz klar ordnen und einen Charakter haben, bei dem ich ganz genau weiß, wer er eigentlich ist. Ja. Und ich, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Jetzt hätte ich mich fast verplappert, du. So. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet, aber ja, das hier ist ja jetzt sozusagen der Test. Ich hoffe, es funktioniert einfach, was ich hier vorhabe. Ja, wir haben ja herausgefunden, also wir waren ja uns einig, dass ab einem Block tiefer, also ein 2x2 Quadrat, wenn ein 2x2 Quadrat mehr als einen Block tiefer hat, dann entstehen automatisch Strömungen, wenn man das Wasser abschöpft oder wenn man ja, wenn man das Wasser auch schon reingießt, dann kann auf jeden Fall kein ruhiges Wasser entstehen. Für die Fragen habe ich mich auch ganz schön geschämt. Auf jeden Fall für die eine, ob in der Mitte meines Brunnens noch immer diese Strömung da ist. Da habe ich mich wirklich geschämt. Aber dem ist ja nicht so. Und deswegen mache ich hier auch gerade nur einen Block Höhe, also einen Block Tiefe. Scheiße, da war Eisen. Das muss ich mal ganz kurz ausgraben. Wo war das? Hier, ne? Das war eindeutig Eisen. Haben wir überhaupt noch Platz? Ja, okay. Und hier wieder den Sand rein. So, wie viele fehlen noch? Einige. Ja, auf jeden Fall wird das Prinzip hier so ablaufen. Ich werde das Wasser reingießen, dann werde ich hier alle Blöcke wegkloppen und dann sehen, ob das Wasser ruhig bleibt und dann werde ich aus dem Stand heraus ja, das Wasser, die Blöcke, die Sandblöcke unter Wasser wegkloppen. Genug Schaufeln haben wir ja. Oh Gott, ich rede schon wieder so wirr. Es ist aber auch ganz schön schwer zu arbeiten und so zu reden. Also vielleicht sollte ich jetzt in den nächsten Parts mal ein bisschen langsamer reden oder so. Vielleicht wäre das ganz klug. Oder auch mal ein bisschen mehr auf das Geschehen wirklich hier eingehen, weil wenn ich sowas hier gerade mache, da ist meine Konzentration wirklich ganz schnell weg. Mir wird sogar schon ein bisschen schwindelig, weil ich so viel rede. Naja. So. Hier hat noch Thomsmann geschrieben, mach doch den Brunnen als Eingang für die Unterwasserstadt. Ja, das ist an sich eine geile Idee. Hat ja, ich glaube, ist die Idee geklaut? Also, es kommt mir so vor, als wäre das in irgendeinem Film mal gewesen oder so, dass irgendwas Unauffälliges der Eingang war. Inuyasha, da war doch der Brunnen der Eingang zum Mittelalter. Aber das meinte ich gar nicht. Ja, es ist eine geile Idee. Aber ich finde, der Brunnen hat jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen. Er hat zwei Parts jetzt bekommen. Zwei Parts Aufmerksamkeit. Und ich denke, das soll es dann auch gewesen sein. Den Eingang werden wir uns anders erschaffen. Vielleicht die Windmühle, nein. Der Eingang wird anders aussehen, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Könnt ihr auch nochmal reinschreiben, was ihr davon haltet. Die Idee ist wirklich gut. Aber ich glaube, der Brunnen hat jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen. Und der soll auch einfach nur zur Zierde da stehen. Und es gab so viel Gedränge wegen des Wassers und so. Und jetzt da einen Eingang einzubauen, das würde das Wasser ja jetzt. Da müssen wir das Wasser wieder rausholen, mehr oder weniger. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Deine Idee. Und ja. Da wäre ich jetzt nicht so für. Moment, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Ah, jetzt habe ich es versaut, ne? Ne, ich habe es gar nicht versaut. Wie schön. Weil von allen Seiten alle Strömungen gekommen sind. Eine schöne Begebenheit. So. Super. Super. Ach so, ja. So, damit haben wir es. Auf jeden Fall. Die Unterwasserstadt, da habe ich schon oft die Frage gehört, ja, wie willst du das jetzt eigentlich genau umsetzen? Zunächst einmal,
Ich muss es wirklich sagen, Minecraft Atlantis ist ein Let's Play, was volle Kanne scheitern kann. Also wirklich richtig scheitern kann. Allein schon wegen der Sache hier, aber das läuft ja im Moment ganz gut. Einfach aus dem Grunde, ich weiß nicht, es ist auch zu großen Teilen Zufall, wie sich die Unterwasserstadt in den Boden sozusagen arbeiten wird und wie das Wasser sich da rumspielen wird. Es ist einfach so, wir werden uns von Mannister Island aus in den Boden graben, da werden wir uns die Räumlichkeiten erstellen. Und wenn wir auf Wasseradern treffen oder ja, wenn wir eben auf das Wasser treffen, was hier unten, was hier im Ozean ist, es ist ja da weiter hinten auch recht tief, dann wird ja automatisch das Wasser in den Raum fließen. Das werden wir dann zu verhindern wissen und eben den Raum derartig gestalten, dass wir eben Glas davor setzen und das Wasser sich dann um den Raum rumarbeitet und so. Und wir werden natürlich auch vieles künstlich erstellen, so wie wir es hier auch gerade tun. Wasser kann ja nur 6 Blöcke fließen. Das ist eben so die Problematik an der Sache. Aber ich denke, das werden wir schon hinkriegen. Wir haben ja, denke ich, noch so einige Parts zur Verfügung. Scheiße! Noch so einige Parts zur Verfügung. Boah. Ah ne, hat gleich aufgehört. Und ich denke, da wird sich das schön reinarbeiten. Ja, es ist eben so die Frage, wie. Also es ist nicht die Frage danach, ob Minecraft Atlantis scheitern wird, sondern wie es sich einfach entwickeln wird. Wie wird es letztendlich unten aussehen? Also der Traumgedanke ist ja einfach, dass wir dann uns in den Boden graben, ab und zu auf Wasser treffen. Das arbeitet sich dann um den Raum rum. Wir werden selbst was anlegen und dann, wenn ihr eben in Minecraft, wenn ihr dann eben in Atlantis seid, dann werdet ihr eben immer durch Räumlichkeiten gehen, wo sich eben immer durch an Glas, hinter Glaswänden eben riesige Wassermassen befinden, die sich eben so schön um alles rumarbeiten, damit man sich auch eben so richtig nautisch fühlt. Gut, das war jetzt alles sehr scheiße erklärt, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Atlantis haben wir an sich schon erstellt, weil Atlantis ist ja an sich. Ich bin froh, dass ich es nicht Minecraft Rapture genannt habe, weil Rapture ist ja wirklich unter Wasser. Und ich habe bis dato ja eigentlich die Ausrede, oder ich habe jetzt immer die Ausrede, dass Atlantis ja schon da ist, nämlich Mannister Island. Nee, natürlich werden wir werden natürlich uns in den Boden reinarbeiten. Atlantis ist noch lange nicht vorhanden und nicht, dass ich euch jetzt sage, nee, wir machen das vielleicht gar nicht, denn eigentlich ist das ja schon Atlantis. Das ist Mannister Island, das ist ganz klar. Ist ja auch schon durch das Schild benannt. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall werden wir uns hundertprozentig tief in den Boden reinarbeiten, riesige Räumlichkeiten erstellen und hoffen, dass sich das Wasser auch durch Fügungen und so um uns herum arbeitet. So war das eigentlich gedacht. Wenn ihr das jetzt gar nicht verstanden habt, dann vergesst es auch einfach, weil das war jetzt einfach nur doof erklärt. Aber ich denke, ich habe es vielleicht auch ganz verständlich erklärt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Atlantis ist eben noch lange nicht verfügbar. Wir wollen erstmal Mannister Island herrichten, damit wir wenigstens schon mal eine schöne Eingangspforte für Atlantis haben. Und dann werden wir eben sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine eben vom Scheitern her einfach nur, dass viele Konzepte, die wir uns denken, wie Mannister Island letztendlich unten im Boden ausschaut, dass diese Konzepte einfach nicht einschlagen. Und ja, aber da kann man ja auch immer mit Ingenieurskunst durch Skillon Fairly und Alabamas Llama vieles rausholen. Ihr müsst euch einfach auch voll reinhängen, dann wird auch nichts schief gehen, sagen wir es so. Und ich hoffe, vergesst einfach die letzten 5 Minuten. Das war mir ein bisschen zu vieles negativ. Wir denken positiv, Atlantis wird existieren. Es wird ein riesiger Unterwasserkomplex. Das ist auf jeden Fall geplant. Und das wird schon sehr viel Spaß machen. Da bin ich mir ganz sicher und das wird auch reinhauen. So. Wie viel Zeit haben wir jetzt rum? Blub, 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 blub. Oh ja, die Zeit ist so gut wie rum. Wir werden das hier noch kurz zu Ende bringen. Oh, ich könnte echt kotzen, ey. Immer dieser doofe Sandstein. Na, das ist jetzt wieder das. Mann! Oh. So, mir reicht jetzt mal jetzt alles mit der Spitzhacke. Ah, wir sind ja kurz vorm Ende. Okay, noch eine Schaufel. Das ist jetzt nur noch Endspurt. So. Ich muss auch gleich mich an die Informatikerkunst ran mal wagen und ein bisschen programmieren. Das darf ja auch nicht vergessen werden. Werden ja auch demnächst wieder Klausuren geschrieben. Und da will man ja auch fit sein, ne? Aber HTML zum Beispiel. Na, ist ja auch nicht eigentlich. HTML ist ja auch kein Programmieren, aber.
Egal, ein bisschen mehr HTML ranwagen. HTML ist ja wirklich in dem Sinne nicht schwer. Es ist ja auch sehr benutzerfreundlich gemacht. So. Ja, ein bisschen reingraben. So, das ist der Anfang. So werden wir uns ab und zu mal vorarbeiten. Ja, und was haltet ihr davon? Ich find's ganz schick. Den Creeper nehmen wir mal ganz kurz noch, um hier was in die Luft zu jagen. Da können wir ja gleich Alias, Elias, Guia Style uns vorarbeiten. So, soll er mal hier hochkommen? Na los, komm hoch. Scheiße. Oh, das habe ich versaut. Volle Kanne. Scheiße. Wir sehen uns im nächsten Part. Minecraft Atlantis Part 17. Macht's gut. Tschüss.